So, normal. Ah, schön, noch alles gemutet. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben noch ein, zwei Sachen, die wir währenddessen technisch neu organisieren müssen. Aber, und das ist schön, heute mal wieder auch ein Stream mit dem Gast. Hallo Lia, herzlich willkommen. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Und ein Hallo an alle, die sonst schon da sind. Grüß dich, Sadi, und alles für alle, wie immer, natürlich im Start. Und Steph, schön, dass ihr dabei seid. Schreibt auch schon gerne mal rein, wie euch die Folge gefallen hat. Wir haben ja auch einiges an positiver Rückmeldung dazu bekommen. Und während ihr das macht, kannst du, Lia, ja vielleicht mal sagen, wie dir das Ganze aufnehmen und die Folge selber dann am Ende gefallen hat. Ich bin ehrlich, ich habe sie noch nicht gehört. Ja. Ich habe mal angefangen, aber wir haben es eben, nicht geschafft, die zu Ende zu hören. Deswegen, ich weiß noch gar nicht, wie sie geworden ist, aber so wie das Gespräch eigentlich so zwischen uns war, glaube ich, eigentlich kann da gar nicht so viel Verkehrtes bei rumgekommen sein. Deswegen, also ich fand auch das Aufnehmen, ich war vorher ein bisschen nervös und da fand ich es wirklich total angenehm, das mit euch zu machen. Und irgendwann war ich da auch, habe ich das gar nicht mehr so irgendwie im Kopf gehabt, dass das jetzt dann super viele Leute hören werden oder so. Deswegen war das eigentlich ganz cool. Das war eine coole Experience. Habe ich also jetzt auch noch nicht gemacht. Und ja, einmal alles mitgenommen. Irgendwie geht das eine Mikrofon nicht. Schön. Wir haben heute mal wieder ein bisschen technisches Durcheinander hier bei uns. Ich weiß nicht warum. Also man hat dich auf jeden Fall gehört, okay, das, was du gesagt hast. Aber halt so. Nur bei unserem Mikro, ne? Genau, nur bei unserem Mikro und so etwas, dadurch etwas hallend. Und sag mal nochmal. Hallo. Verdammt, der war aber auch nicht richtig drin gesteckt, also nicht richtig reingesteckt. Okay, kannst du nochmal da unten gucken? Aber wir klären das hier alles easy cheesy. Wave, du sagst ja auch schon, war eine echt coole Folge, guter Einblick, den man auch gut im Umfeld teilen kann. Ja, ich hoffe doch, also das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, speziell denke ich, wenn man dann auch was mit dem Thema zu tun hat, dann kann man da vielleicht nochmal, könnte man nochmal tiefer eintauchen oder auch selber betroffen ist. Könnte man sich sicherlich auch gut darin wiederfinden. Auch eine gute Sache, dass wir währenddessen noch ein, zwei Probleme dazu bekommen. Warte mal. Ja. Ist halt die. Ganz aus. Ist natürlich besonders gut, dass wir gerade heute nur noch ein Mikro jetzt auf einmal zur Verfügung haben. Ich kann noch was probieren, was noch eine Alternative sein kann. Ich glaube, das könnte es auch sein. Das geht auf jeden Fall über Bluetooth. Gucken wir mal, ob das Problem war. Probier jetzt mal zu reden. Hallo. Oh ja. Jetzt funktioniert es. Sehr gut an. Jetzt weiß ich auch, was der Übeltäter war. Das ist schon mal eins von zwei Problemen gelöst. Hast du denn schon so Rückmeldungen aus deinem Umfeld bekommen? Du hast ja erzählt, dass ein paar Leute auch über Tage hören. Und wie haben die Folge so wahrgenommen? Also so ein paar Rückmeldungen habe ich schon bekommen, aber noch nicht so viele. Ich glaube, es sind auch so viele noch nicht dazu gekommen, sich die einmal in Ruhe anzuhören.
Aber viele meinten auf jeden Fall, dass sie die auch richtig gut fanden, die Folge. Alles irgendwie hat einen guten Einblick auch gegeben und so. Also da war eigentlich durchweg auch sehr, sehr positives Feedback, worüber ich dann natürlich auch sehr froh war. Aber bin natürlich auch gespannt, was noch andere Menschen sagen werden. Hier von so eurer Community und natürlich auch so auch in meinem Freundeskreis, wenn die das mal schaffen, sich mal ein Stündchen, anderthalb Zeit zu nehmen, sich die anzuhören. Genau. Ich meine, ich bin ja auch selbst gespannt, wenn ich die dann mal höre, was ich jetzt vielleicht mal machen werde. Mal schauen, vielleicht auch nicht. Ja, ist ja auch immer zumindest ein bisschen komisch, wenn man sich das allererste Mal anhört, wie man sich dann auch selber anhört. Und dann auch natürlich achtet man sehr genau darauf, was habe ich jetzt gesagt, wie habe ich das rübergebracht, kommt das jetzt gut rüber? Ja, total. Also das war auch, wie gesagt, ich habe die Folge angefangen und da war auch so ein Teil, wo ich halt auch schon dabei war. Oh Gott, und ich konnte erst gar nicht hinhören. Ich war wirklich, ich habe mir die Ohren zugehalten. Ich habe gesagt, ich kann das nicht. Also ich habe das mit Freunden angefangen zu hören. Ich so, Leute, ich kann das nicht, ich kann mir das nicht anhören, das geht nicht. Ne? Also, und ich glaube, also irgendwann geht es dann bestimmt. Ich habe mich auch ganz lange geweigert, dass das Reel mir anzugucken, weil ich mir dachte, oh Gott, das ist wirklich so schlimm. Irgendwann habe ich es dann einmal so durchgezogen und dann ging es auch. Dann dachte ich mir auch so, ja, ist okay. Aber ja, ich will es aber auf jeden Fall durchziehen. Ich will die ja auch hören. Will ja gucken, was da so im Endergebnis bei rumgekommen ist. Was machst du denn hier? Ja, Leute, ich probiere gerade zu fixen. Wir haben unseren Chat tatsächlich nicht. Also wir sehen halt noch, was ihr schreibt, aber nicht auf dem richtigen Bildschirm. Fantastisch. Haben wir denn schon eine Rückmeldung? Ja, deswegen müssen wir jetzt immer so ein bisschen umständlicher lesen, aber ich glaube, es geht auch besser, als wenn ich hier alles gleich komplett kaputt crashe. Also vielleicht, nee, doch, das wird gleich noch ausformuliert. Ja, vielleicht eine Frage von Nightmare Reality, wo du direkt drauf antworten könntest. Ist nur leider gerade weggerückt, aber es war auf jeden Fall einmal, dass die Folge auch gefallen hat und die Frage, was für Qualifikationen die Leute haben, die im Jobcenter arbeiten. Das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Also man kann ja, wie gesagt, bei der Agentur für Arbeit die Ausbildung auch machen, aber das sind natürlich die wenigsten. Also da kommen ganz viele Quereinsteiger, arbeiten da, also wirklich aus allen möglichen Bereichen kann man da eigentlich reinkommen. Mhm. Ich glaube, solange man eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, ist da alles im Lot, sage ich mal. Also da kann man auf jeden Fall halt in einer Fachassistenzstelle anfangen. Sind dann halt das so Arbeitsvermittlung und Leistung, das nochmal so eine Stufe drüber sozusagen. Da braucht man dann meistens, um jetzt so quereinsteigermäßig da reinzukommen, Studium, ein abgeschlossenes in bestimmten Bereichen, aber weiß ich auch ehrlich gesagt nicht wie. Aber dafür hat man dann halt intern halt super gute Möglichkeiten halt aufzusteigen. Also selbst nur mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder irgendwie sowas kann man da halt recht hochkommen. Also es gibt da manche Geschäftsführer in den Jobcentern, die auch nur die Ausbildung gemacht haben und dann Geschäftsführung geworden sind. Oder halt irgendwie das Studium dann nochmal nachgeschoben haben oder so. Also das kann man gar nicht so genau sagen. Hat auf jeden Fall also wenige Leute, die irgendwas mit so Sozialpädagogik oder so zu tun haben, das eigentlich so gar nicht. Das ist wirklich eher so ein Verwaltungsberuf. Ne? Also habe ich auch in der Ausbildung immer so ein bisschen angemängelt, dass da viel zu wenig fehlt, da was so, wie man so mit den Leuten am besten umgeht, viel zu wenige soziale Aspekte. Das kommt da halt echt zu kurz und das ist halt wirklich einfach ein Verwaltungsberuf, also nur halt mit Schwerpunkten. Würdest du denn sagen, oder wie funktioniert das eigentlich mit eurer Schulung dann für die Arbeit mit den Leuten?
Also wenn du sagst, dass die meisten dann irgendwie Quereinsteiger sind, ich denke mal viele dann auch aus anderen Bürotätigkeiten und sowas. Wie, was gibt's da? Also wie hast du das erfahren? Wie viel Platz nimmt das so ein? Ja, schon viel. Also es kommt natürlich auch drauf an, so auf die Abteilung, wo die einsteigen. Zum Beispiel die Leistungsabteilung, da ist wirklich, da braucht man sehr, sehr breites Wissen, weil, also erstmal das Leistungsrecht ist ja generell total umfangreich mit Vermögen, halt anrechnen, Einkommen, alles Mögliche. Da ist schon so 5-6 Monate Einarbeitungszeit mit halt super vielen so Seminaren und Schulungen und sowas, wo es dann extra natürlich intern auch alles bereitgestellt wird und aufgearbeitet wird. Was müssen die Leute wissen? Und dann sitzt man da immer in so Schulungen und hört sich das dann an. Das ist dann wie so Unterricht so ein bisschen. Das wird dann halt super viel gemacht. Gibt es dann auch so einen großen Mangel beim Jobcenter? Also ist das jetzt ein Beruf, den wenige machen wollen, wo es auch Probleme gibt, dass die Leute da reinkommen? Weil von dem, was du jetzt gesagt hast, hört sich das ehrlich gesagt auch so ein bisschen wie so ein Auffangbecken an. Es sind einfach alle möglichen Leute, die vielleicht, sagen wir mal jetzt hier oder da, dann in der beruflichen Laufbahn nicht mehr weitergekommen sind oder aus diversen Gründen da dann irgendwie gesagt haben, mache ich jetzt nicht mehr, da dann einsteigen einfach, weil gesucht wird. So ein bisschen wie man das auch bei manchen Schulformen mit den Lehrern kennt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie da so unsere Zahlen sind, ob wir jetzt irgendwie super unterbesetzt sind oder nicht, ob da auch so ein ziemlich doller Fachkräftemangel irgendwie vorliegt. Ich habe es immer so erlebt, dass eigentlich die Teams ganz gut aufgestellt sind. Also natürlich, um die ganze Arbeit zu bewältigen, ist es halt wirklich super viel zum Teil. Vor allem in der Leistungsabteilung könnte man da, glaube ich, mehr Leute reinsetzen. Aber es hat dann ja natürlich auch immer was mit dem Haushaltsplan und sowas zu tun, wie viele Stellen da jetzt frei sind oder nicht, wie viele Stellen besetzt werden können. Aber ich glaube, Leute zu finden, hat man da eigentlich nicht so die Schwierigkeit, weil die meisten kommen dann natürlich auch irgendwie aus irgendwelchen so verwaltungskaufmännischen Berufen oder so mit so einer Ausbildung. Und es ist halt schon ein attraktiver Job, ne? Es ist öffentlicher Dienst, jetzt mittlerweile wieder unbefristeter Vertrag, Tarif, also ne, es gilt ein Tarifvertrag, Gleitzeit. Da kann man natürlich auch immer richtig gut gucken, so wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Familie hat oder irgendwie sowas, da kann man richtig gut auf Teilzeit gehen und so. Mhm. Also es ist schon ein attraktiver Beruf, was so Sicherheit und so angeht, ne? Krisensicher. Ja, ja. Da, also, krisensicher, Arbeitslose gewinnt immer, ne? Ja, das, ja. Ist halt wirklich so. Also deswegen bin ich auch eigentlich ganz froh, da den Job zu haben und würde den auch gerne noch ein ganz kleines bisschen behalten, weil es halt wirklich, also da rausgeschmissen zu werden, ist auch eigentlich unmöglich. Wenn man zum Beispiel bei der Kommune arbeitet, hat man sogar noch eine Chance auf eine Verbeamtung. Also ja, ist schon ein sicheres Netz, sage ich mal. Nightmare hat dann noch die Frage angeschlossen, wie der Lohn ist, beziehungsweise du hast es ja schon in der Folge selber gesagt, dass ihr da tariflich einsortiert und einsortiert werdet. Genau. Also es gibt so Tätigkeitsebenen bei uns. Ich bin jetzt zum Beispiel, ich habe eine Fachassistenzstelle, bin auf der Tätigkeitsebene 5, das ist so ungefähr in der Mitte. Und bin jetzt... Es gibt dann natürlich auch noch mehrere Stufen, dann nach oben um mit Betriebsjahren, wie viele Jahre du im Betrieb bist. Und dann wird es halt immer gestaffelt, immer mehr. Nach einem Jahr, dann wieder nach 2 Jahren, dann nach 3 weiteren Jahren. Es wird halt immer mehr. Und ich bin jetzt, glaube ich, so bei brutto ein bisschen über 3.000 Euro. Und netto komme ich so mit 2,1 oder so raus. Also irgendwie so in der Range bewegt sich das und ich bin halt noch in der Stufe 2 sozusagen, also Tätigkeitsebene 5, Stufe 2 und es geht, glaube ich, bis Stufe 5 oder so hoch, also da ist noch Platz und die Tätigkeitsebene da drüber, also Leistungsabteilung, Arbeitsvermittlung, die haben nochmal ein 1.000er brutto obendrauf. Ja, Steff, du hast ja so ein bisschen jetzt deine Erfahrung mit dem Jobcenter reingeschrieben und schön, dass dir die FAU zur Seite gestanden hat, das zu überstehen.
Da wirst du sicherlich nicht der Einzige sein, der die entsprechende Erfahrung hat. Ich habe ja auch, auch lange Zeit im Jobcenter-Bezug unterwegs gewesen und deswegen habe ich natürlich auch einiges erlebt. Ich werde mal, während du vielleicht nochmal die Nachricht von Gringo vorträgst, einmal kurz mein Handy holen und suchen, weil dann habe ich nämlich den Chat nochmal auf dem Handy. Weil das Problem ist wirklich, dass wir sehen halt immer nur den Ausschnitt, der auch in dem Video ist. Und wenn jetzt längere Nachrichten reingeschrieben werden, sind die halt einfach mal zwischendurch weg. Ja, ich habe auch nicht Twitch auf dem Handy, dann machst du das mal. Okay. Gringo fragt dich, ich habe eine Freundin, die in so einem Programm-Ding für Arbeitssuchende arbeitet. Bei denen gibt es die Regel, dass niemand aus dem Programm, also arbeitslose Menschen, da arbeiten darf. Ist das bei euch auch so? Als ich als Kunde in einem solchen Programm war, war da auch eine Human Resources-Spezialistin als Kundin. Auch sie durfte nicht auf den ausgeschriebenen Job im Programm der Arbeitsvermittlung bewerben. Absurd. Also sowas hätte ich jetzt, kenne ich mich glaube ich auch einfach nicht so genau aus. Also es gibt auf jeden Fall auch, es gibt ja verschiedene Maßnahmen, die man so machen kann, wo die Leute halt reingesteckt werden. Es gibt aber auch super viele Leute, die sich halt arbeitslos melden, dann irgendwie bei der Agentur für Arbeit oder so, da in Vermittlungsgesprächen sind und dann angeworben werden von der Agentur für Arbeit selber und dann sagen, hier ist eine offene Stelle, bewirb dich mal. Also das geht schon tatsächlich. Aber sonst, wie das so aussieht, wer sich wo jetzt bewerben darf, ich habe jetzt noch nie gehört, ja, nee, das ist irgendwie komplett ausgeschlossen oder so. Aber es kann ja natürlich auch wieder von Jobcenter zu Jobcenter anders sein. Hm. Okay, nice. Jetzt habe ich den besseren Überblick über den Chat gefunden. Steff, das werden wir leider nicht beantworten, einfach weil wir gucken müssen, dass Lia da, dass wir nicht zu viel preisgeben und wenn sie da irgendwie enttarnt werden könnte. Ich hoffe, du hast da Verständnis für. Ansonsten, wie gesagt, schreibt einfach gerne rein, wie euch die Folge gefallen hat, was euch vielleicht noch interessiert an dem Thema. Auch, wie es ja auch Steff schon gemacht hat, vielleicht auch eure persönlichen Erfahrungen und Gedanken zu dem Thema gerne auch. Weil natürlich, ich meine, Arbeitslosigkeit hat zumindest, wenn man ein gewisses Lebensalter erreicht hat, irgendwie schon fast jeden irgendwie mal erwischt oder beschäftigt, zumindest für einen Übergang oder so. Von daher hat euch das sicherlich auch schon mal bewegt. Oder auch Freunde oder so, ist es ja auch immer wieder. Wobei man ja auch sagen muss, dass sehr viele Leute eben dann nicht in ALG 2 gehen, ne, sondern tatsächlich dann in dem Zeitraum von Arbeitslosengeld 1 dann den Beruf wechseln. Also so habe ich das auch schon sehr oft eben mitbekommen. Vielleicht noch ganz interessant eine Frage von Wave. Du hast ja in der Folge selber auch ein bisschen drüber gequatscht, dass es eben Leute bei euch gibt, die wirklich mutwillig Schaden anrichten bei den Leuten, die dann wirklich dafür sorgen, okay, ich habe jetzt einfach Bock darauf, ich will, dass die Person eben nicht an die Kohle kommt, dass sie es extra schwer hat und ja wirklich die Leute dann bewusst drangsalieren und piesacken. Gibt es da irgendwie eine interne Kontrollinstanz, die darauf achtet, dass ihr irgendwie so vielleicht interne Ermittlungen zu solchen Fällen habt? Oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das zu melden, eine bestimmte Meldestelle dafür, dass das dann wirklich nur Vorgesetzte? Ja, es geht nur über die Vorgesetzten. Wir haben da jetzt keine genaue Kontrollinstanz irgendwie, vor allem was so, also natürlich gibt es sowas wie so Datenqualitätsmanagement, also da geht es dann aber eher so, werden die Daten alle richtig aufgenommen und sowas. Also da arbeiten so vor allem die Leute in der Sachbearbeitung, glaube ich, schon relativ frei, was so jetzt Kontrolle angeht, solange das alles irgendwie nach dem Gesetz geht, ne? Wird da, glaube ich, jetzt auch nicht viel gemacht. Das Einzige, was man halt wirklich dann machen kann, ist natürlich über so Vorgesetzte gehen, Teamleitungen und so. Das habe ich aber auch schon mal versucht. Und also es ist dann auf jeden Fall eine Beschwerde, die halt über die Teamleitung gehen sollte und wo das dann auch auf dieser Ebene geklärt wird. Also als ich das mal machen wollte, wollte mir auch erstmal jemand erzählen, ja, sprich du das doch mal an bei der Teamleitung da. Und ich habe gesagt,
nein. Und der hat zum Glück auch da eine Vertrauensperson, die ich da hatte, auch gesagt, nee, das machst du nicht. So, ich gebe das jetzt so weiter und dann wird das auf Teamleiterebene besprochen, weil das geht gar nicht. Und da, das ist auch nicht dann meine Aufgabe, mich darum zu kümmern, dass es irgendwie geklärt wird. Aber ich glaube, große Konsequenzen wird das nie haben. Da wird dann vielleicht mal einmal ein Mitarbeitergespräch oder so geführt, wenn es überhaupt so weit kommt. Ich glaube, viele haben dann natürlich auch Angst irgendwie. Also ich habe auch da ziemlich lange gewartet, mich da zu beschweren, weil ich einfach Angst hatte, dass ich dann, wenn ich da in dem Team arbeite, dass ich dann da irgendwie so Stress mit den Kollegen bekomme oder so, ne? Weil dann kommt natürlich doch irgendwie schnell raus, ja, die war jetzt die Person, die sich beschwert hat. Und warum kommst du nicht zu mir direkt damit oder was weiß ich nicht, ne? Und dann kannst du halt ganz schnell, glaube ich, richtig böse Stress mit den Leuten bekommen und dann hast du das halt jeden Tag da an der Arbeit, ne? Und da hast du halt auch keinen Bock drauf. Kann ich dann auch verstehen, wenn manche Leute so sagen, ich will hier so ein bisschen den Frieden bewahren, ich muss hier jeden Tag hinkommen und Stunden verbringen, dass man es da so ein bisschen so belassen will. Aber da dieses Denken da auch irgendwie so weit verbreitet ist, ich habe da ja so ein paar Beispiele genannt und meinte auch so, die eine Teamleitung, die stand dann halt daneben und hat gelacht darüber, über solche Witze auch. Ja, Nightmare schreibt es auch gerade nochmal rein, das ist ja tatsächlich, ich fand auch in der Folge selbst, hat mich das auch immer wieder an so Polizeistrukturen eigentlich erinnert. Es gibt ja auch bei der Polizei keine unabhängigen Meldestellen, an die man sich wenden kann und auch von diesem gewissen Chorgeist und so. Also natürlich ist es vielleicht nochmal alles etwas zugespitzter bei der Polizei als beim Jobcenter. Aber trotzdem, die Parallelen sind schon sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Also so Kunden und Kundinnen, die haben eigentlich auch nur einmal ja die Möglichkeit, da gibt es nochmal so ein Kundenreaktionsmanagement, also das ist für die Kunden und Kundinnen so eine Beschwerdestelle. Aber da geht es dann auch häufig eher um so Geldsachen und sowas. Also wenn oder irgendwas läuft nicht schnell genug oder so, dann können die da hingehen. Das kommt aber auch meistens nicht so oft vor. Also wenn man die irgendwie schon so abfangen kann und die sagen, ja, ich will mich aber jetzt hier beschweren und so, dann versucht man die erstmal zu beschwichtigen und zu sagen, ja, wir versuchen das jetzt erstmal anders zu regeln und vielleicht dann, dass sie halt einmal mit der Teamleitung irgendwie sprechen können und sowas, bevor das dann halt so nach oben geht. Aber wenn es dann zum Kundenreaktionsmanagement geht, geht es auch meistens alles ein bisschen schneller. Weil dann kommt halt eine offizielle Beschwerde, ne? Und dann, sieht man da auch manchmal, dass das dann doch auch funktionieren kann, weil wir dann natürlich, also die Agentur natürlich da auch nachlassen will und sagen will, ja, hier, bevor jetzt irgendwie geklagt wird oder irgendwie sowas oder da irgendwas so richtig Dickes kommt, versuchen die es da schon immer gut einzudämmen. Aber das wäre ja auch zum Beispiel eine spannende Reformforderung, die man anbringen könnte, dass es eben dann so eine unabhängige Meldestelle gibt, sowohl jetzt vielleicht für die Kunden als auch für die Menschen, die im Jobcenter arbeiten. Ja, das finde ich auch spannend nochmal, was du sagst, Nightmare, dass die Form des Machtgefälles halt manchmal noch ein anderes und vielleicht sogar subtiler und ekelhafter ist als jetzt bei der Polizei. Und ich finde das ganz spannend, weil ich denke, das fasst das auch ganz gut zusammen. Mit der Polizei ist natürlich dieses direkte Machtgefälle ganz offensichtlich. Ich meine, das ist eine bewaffnete Person, die dir da gegenübersteht. Meistens dann natürlich auch in der Überzahl mit der Möglichkeit, dich zu verhaften und dich direkt in rechtliche Probleme zu bringen. Aber wie wir es ja schon in der Folge auch von dir gehört haben, ist es ja wirklich bei dem Mitarbeiter dann vom Jobcenter wirklich ein Machtgefälle, was nochmal ganz direkt an die Substanz, an die Existenz der Person drangeht und dann in vielen Fällen ja eigentlich nochmal viel krasser. Natürlich die direkte Gewaltandrohung von einem Polizisten, die dann möglicherweise existiert, ist natürlich auch eine Sache, aber das ist ja ein sehr nachhaltiges Machtverhältnis, in das sich dann da von dem Kunden, von dem Arbeitslosen im Jobcenter begeben wird. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja wirklich da, wie gesagt, da geht es ja wirklich um Existenzen. Man hat da wirklich, wie gesagt, jeden Tag Leute stehen, mehrmals, die sagen, ich kriege seit 3 Monaten kein Geld, ich habe Kinder zu Hause, ich muss vielleicht mal zum Arzt, keine Anmeldung für die Krankenkasse ist da. Ne, die sind dann irgendwie nicht krankenversichert, weil die noch nicht im Bezug bei uns sind. Und das ist natürlich auch was, wo
was Leute dann vielleicht erst gar nicht mal so wahrnehmen, aber dass da halt wirklich andere Menschen sozusagen die Kontrolle so über deine Lebensgrundlage haben, also ja auch mit Miete und so, also das ist ja alles, ne, also zum Glück gibt das Gesetz da ja so ein bisschen was vor, also dass jetzt nicht direkt gesagt werden kann, ja okay, jetzt schalte ich dir einfach so alle Leistungen ab und Pech, also dass man jetzt nicht so mutwillig da handeln kann, aber Menschen finden dann halt auch Wege, es den Menschen so schwerer zu machen. Und dass dieses Machtgefälle halt irgendwie auszunutzen, die Machtposition, definitiv. Kannst du das einmal ausführen, Steff, wie du das meinst, mit dass die Erfahrungen, die Aktive in Berlin oder Brandenburg gemacht haben, andere sind als die, die dir beschreibt? Das wäre ja mal interessant zu wissen, was du damit meinst, wo da vielleicht auch, also es wird ja auch sicherlich Unterschiede von Jobcenter zu Jobcenter geben, gerade weil es ja so der so krass der Willkür und der Handhabe dann der einzelnen Vorgesetzten ausgesetzt ist. Oft ist es ja auch klar, dass es Unterschiede in den unterschiedlichen Jobcentern gibt. Ja, man muss dazu ja auch sagen, dass sicherlich es auch Menschen gibt, die da nur positive Erfahrungen gemacht haben, weil die einfach Schweineglück hatten an was für Leute, die da gekommen sind. Und so viel Schlechtes ich auch darüber rede, gibt es natürlich auch super, super tolle Kollegen und Kolleginnen, ne, die halt auch da wirklich bedacht sind irgendwie und auch mit Empathie den Leuten gegenüberstehen, ne, und verständnisvoll sind und auch da Geduld haben, Leuten was zu erklären und den Leuten halt wirklich helfen möchten, ne, die gibt's natürlich auch. Also definitiv, das sind jetzt nicht nur alles komplette Arschlöcher, die da arbeiten, ne, aber es fällt halt einfach auf, dass es doch relativ viele sind, die da, wo es so ein bisschen übel aufstößt, die da arbeiten, wo man sich denkt, warum suchst du dir nicht einen anderen Job? So, du gehörst hier nicht hin. Hast du schon mal von Leuten, mit denen du gearbeitet hast, mitbekommen, dass sie selber mal im Bezug waren? Also gibt es so Leute, die selber mal Bürgergeld bezogen haben und dann dort arbeiten? Weil das wäre ja eigentlich auch ein ganz interessanter Weg, um vielleicht dafür zu sorgen, dass die Leute etwas verständnisvoller und natürlich auch kundennäher dann mit den Leuten arbeiten. Bürgergeld habe ich noch gar nicht mitbekommen, Arbeitslosengeld 1 schon. Ja. Aber es ist ja wie gesagt auch nochmal was anderes, aber Bürgergeld jetzt so, glaube ich, habe ich noch nie erfahren. Ich weiß aber auch nicht, wie offen Kollegen und Kolleginnen dann damit wären, weil es halt doch dann auch sehr schambehaftet ist, vor allem in dem Umfeld, in dem man dann so arbeitet, weil man sich da halt auch in dieser überhebenden Position befindet mit, ja, wir arbeiten jetzt hier und hier sind die ganzen Arbeitslosen und die halt keinen Job haben. Und ich glaube, da könnten Leute Schwierigkeiten mit haben, dann zu sagen, so, ja, aber ich habe das auch mal bezogen und ich war auch mal hier Kunde oder Kundin. Habe ich so noch nicht erlebt. Also auch nicht, dass da jetzt irgendwie offen drüber gesprochen wurde oder so. Wir können nebenbei heute im Livestream, ich weiß nicht, ob das passend ist, aber eigentlich können wir auch so sozialberaterische Fragen sammeln. Also wenn ihr jetzt irgendwie gerade aktuell irgendwelche Probleme habt und das jetzt halt ausführen wollt, halt in einem Livestream. Aber vielleicht gibt es ja so ein paar kleinere Fragen oder so, die ihr habt, könnt ihr das auch gerne jederzeit stellen. Dann kann Lia sicherlich auch probieren, darauf zu antworten und vielleicht halt so eine Ersthilfe zu machen. Ich kann es auf jeden Fall versuchen. Ich weiß nicht, ob ich bei allem helfen kann, aber so ein bisschen Wissen habe ich da ja. Also falls ihr Fragen habt, gerne raus damit. Ich kann versuchen, euch da irgendwie weiterzuhelfen. Und Steph schreibt nochmal auf meine Frage hin nach der Konkretisierung der Unterschiede. Wir haben uns mehrfach über Leistungsminderungsträger mit schwachsinnigen Inhalten beschwert. Hab da gerade wieder aktuell ein Bürokratieschreiben bekommen mit tausenden Paragraphen und wo die Verantwortung abgeschoben wurde. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, auch von dem, was du bisher geschrieben hast, würdest du sagen, dass die Zustände
die du erlebt hast und bei dir im Jobcenter noch erheblich dramatischer und schlimmer sind als das, was wir jetzt im Podcast gehört haben und was Lia bisher gesagt hat, würde ich jetzt so einordnen, speziell was so dieses Aufschieben und diese definitiv, ja, okay. Also, ja, wie gesagt, ich glaube, da kommt es halt so ein bisschen vom Jobcenter zu Jobcenter drauf an. Und ich meine, was wir, ein Bereich, den wir auch in der Folge selber vielleicht nur angeschnitten haben und nicht so stark ausgeführt haben, aber der ja schon wichtig ist, was man vielleicht auch mal von mal benennen kann, dass der Jobcenter ja auch eine Repressionsbehörde einfach ist. Ist vielleicht auch eine Lehrstelle in der Folge gewesen, wo wir nochmal näher drauf eingehen können, was es alles für Handhabungen gibt. Also was das Jobcenter hat, zum Beispiel kann das Jobcenter ja auch Hausbesuche machen, also kann vorbeikommen und kontrollieren selber, ob die Angaben von den Leistungsbezieherinnen so der Realität entsprechen. Gibt es ja auch dann so Fälle, wo die dann irgendwie in den Kühlschrank reingucken, ob dann ob die Leute dann wirklich getrennt voneinander, die in einem Haushalt leben, da. Ne? Ja, das gibt es. Das ist ganz oft, wenn dann irgendwie, meistens natürlich Mann und Frau irgendwie zusammenwohnen und sagen, ja, aber wir sind nur Freunde. Und dann wird halt geguckt, ob die dann auch wirklich getrennt wirtschaften. Weil sonst ist es ja, könnte es man ja sehen als so eine Einstehens- und Verantwortungsgemeinschaft, heißt das bei uns. Das ist dann nicht, wenn die halt nicht verheiratet sind, aber trotzdem eine Bedarfsgemeinschaft gründen könnten. Ja, und das ist dann halt wirklich dieser ganze Unsinn, wo dann nach Hause gekommen wird und dann wird geguckt, gibt es getrennte Kleiderschränke, gibt es getrennte Betten und dann halt auch so diese ganze Sache mit dem Kühlschrank, so wird da getrennt irgendwie was gemacht. Aber da habe ich jetzt auch schon viel drüber gehört, dass das eigentlich nicht mehr so tragbar ist. Also dass das jetzt vor allem die Sache mit dem Kühlschrank und so in so einer überspitzten Form nicht mehr so gemacht wird. Also passiert bestimmt trotzdem noch, aber dass das eigentlich so keine Tragfähigkeit hat. Also kann man da nicht in ein Gutachten schreiben und dann sagen, ja, weil die haben ihren Joghurt nicht beschriftet, wem der jetzt gehört. Ich glaube, die wirtschaften zusammen. Ja, das ist Quatsch, aber kommt auch häufig vor. Also habe ich auch schon selber erlebt, wo dann einer Kundin die Leistungen eingestellt wurden mit einer vorläufigen Zahlungseinstellung, weil gesagt wurde, ja, aber sie könnten doch ein Paar sein. Ne? Und der zentrale Außendienst, das dann auch irgendwie gesagt hat, ja, da ist aber irgendwie auch nur ein Bett oder nur ein Schrank oder was weiß ich nicht. Und daraus schließen die dann halt direkt, ja, das ist so und da wird halt den Kunden halt so gar nicht mehr vertraut. Ne? Also wenn die dann auch schriftlich irgendwie darlegen, so ist das aber nicht. Ja, scheißegal. Und so zentraler Außendienst, das wird schon wirklich viel gemacht. Also das ist vor allem, wenn es so um Erstausstattung für eine Wohnung geht, da wird ganz, ganz oft geguckt, ob denn wirklich keine Möbel da sind. Und früher halt auch so ganz viel, ob irgendwelche Geräte kaputt sind, wenn irgendwie beantragt wurde, dass da Ersatz beschafft werden muss, dass dann geschaut wurde. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es auch so eine Pauschale irgendwie für so ein Darlehen. Also es ist ja auch nur ein Darlehen, was da gewährt wird für so neue Geräte oder irgendwie sowas. Und ja, da wäre es teurer, den Außendienst vorbeizuschicken und zu gucken, es ist dann so oder so, kriegen die da irgendwie 100 Euro oder so. Das war's. Also es wird dann auch nicht mehr so mega viel gemacht. Aber wie gesagt, auch alles ganz unterschiedlich. Ich kenne Handhabungen wirklich von Jobcenter zu Jobcenter, können die komplett unterschiedlich arbeiten. Steff, du hast auch nochmal angesprochen, okay, die Erwerbslosenbewegung ist auch entsprechend eingebrochen. Ja, und das stimmt natürlich auch. Also ich finde schon, dass es da noch einiges gibt von links. Also dass es jetzt nicht ganz tot ist oder so, wie vielleicht in anderen Bereichen, aber das stimmt natürlich und und ich kann auch verstehen, was du sagst, so von eigenen Erfahrungen her, die dann so dramatisch sind, wie du sie geschildert hast und auch vielleicht dann von der Arbeit mit Erwerbslosen. Und wir haben auch ja so ein, zwei so leicht kritische Kommentare zu der Folge bekommen, wo dann halt eben das auch so ein bisschen bemängelt wurde, okay, das sind ja jetzt keine Perspektiven von Erwerbslosen, keine Stimmen von Erwerbslosen an der Stelle. Also auf der einen Seite stimmt es natürlich nur halb, weil ich ja auch in Bezug
war und dass es halt eben eine Sache ist, die ich jetzt habe halt in der Folge nicht so thematisiert, nicht so raushängen lassen. Aber es stimmt natürlich, die Perspektive von jemandem, der jahrelang im Bezug ist oder der auch jahrelang in dem Bereich gekämpft hat oder mit Erwerbslosen zusammengekämpft hat, ist natürlich jetzt eine andere erstmal als jetzt von dir. Aber ich finde halt beide Perspektiven halt spannend und richtig und wichtig und kann jetzt halt nicht verstehen, wenn man dann halt jetzt so das kategorisch sagt, ah ja, das fand ich jetzt total unspannend und eine doofe Perspektive, weil ich finde halt beide Perspektiven halt wichtig. Auf der einen Seite die Betroffenen und auf der anderen Seite dann halt kritische ArbeiterInnen, die in dem Bereich halt auch Sachen aufdecken und darüber sprechen. Ja, total, weil vor allem auch, also vieles, was ich ja auch erzählt habe, das bekommen ja da Betroffene auch gar nicht so mit. Also natürlich werden die auch viel abbekommen, aber da läuft ja auch so viel hinter den Kulissen ab, wie halt da über die Menschen geredet wird zum Beispiel und sowas, ne? Also das gibt es ja wenige Leute, die dann wirklich so sehr dreist sind und so wirklich richtig schlimme Sachen auch den Leuten ins Gesicht sagen, ne? Aber da ist ja dann total viel, was man immer so hintenrum mitbekommt, ne? Zu den Kunden können die dann noch so, gerade mal noch so ein Lächeln irgendwie aufzwängen oder so. Aber was dann danach immer über die geredet wird, ne? Und wie halt auch die Abläufe sind, das kann man ja so als jemand, der davon betroffen ist, gar nicht so beurteilen, beziehungsweise ich würde mir auch vorstellen, dass das für Menschen, die halt im Bezug sind, mal ganz interessant sein kann, auch ein bisschen die Struktur da kennenzulernen, weil ganz viele kennen sich dann da auch selber nicht aus, dann muss man denen auch, wenn die vor allem jetzt neu im Bezug sind, ich erkläre denen das dann auch erstmal immer alles, also es kommt jetzt einmal die Arbeitsvermittlung und sowas und dann gibt es noch die Leistungsabteilung, ne, dass es halt so getrennte Sachen sind, dass da jetzt nicht nur eine Person sitzt, die für alles irgendwie zuständig ist. Deswegen glaube ich, dass sowas auch dann mal ganz gut sein kann zu hören und ganz interessant. Aber das ist natürlich dann auch nur die eine Perspektive, ne? Dann eine Perspektive von Betroffenen zu haben, ist natürlich da auch immer auch wichtig, denen so den Raum zu geben, das halt zu erzählen und die Erfahrungen zu teilen und sowas. Und dass es halt dann thematisiert wird, auch aus deren Sicht sozusagen. Deswegen glaube ich eigentlich auch, stimme ich dir dazu, Marian. Ich glaube, beides ist echt super wichtig, beide Perspektiven. Die Person im Talk ist Lia, die auch in der Folge zum Jobcenter, Inside Jobcenter mit uns als Jobcenter-Mitarbeiterin Eindrücke gegeben hat. Ja, ich finde es sogar auch noch andersherum, dass es ja aus linker Perspektive sehr wenig eben genau dann sowas gibt, wie wir das jetzt mit dir gemacht haben. Und gerade deswegen finde ich das auch nochmal so besonders spannend. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie eine überrepräsentierte Perspektive oder so ist, aber es gibt ja von linker Seite und populär, also in den populären Medien, zahllose Berichte davon, wie es ist. Also selbst wenn man nicht weiß, wie es jetzt ist, Bürgergeld zu beziehen aus irgendwie einer direkten Perspektive oder von Familie oder Freunden, dann gibt es ja eigentlich genug Möglichkeiten, sich darüber zu informieren. Aber gerade aus einer kritischen Perspektive von jemandem, der da arbeitet, das ist ja auch wie bei vielen anderen staatlichen Stellen, also wir haben es ja auch schon mit der Polizei, mit dem Militär angesprochen, da gibt es ja wirklich aktuell sehr, sehr wenig zu. Vielleicht auch noch als kleine Anmerkung zu der Arbeitslosenbewegung und da dann eben auch so eine kämpferische Perspektive. Das ist natürlich auch was wir beispielsweise auch mal in der Folge dann umsetzen können. Ich glaube auch die Sache, warum natürlich Arbeitslosenbewegungen so jetzt auch deutlich weniger geworden ist, liegt natürlich auch einfach immer an den Arbeitslosenzahlen. Also ich meine, wir haben ja einen generellen Einbruch von linken Strukturen über die Pandemie gehabt, wo wir auch nochmal steigende Arbeitslosenzahlen gehabt haben. Aber da ist ja einfach sehr viel kaputt gegangen und auch sehr wenig Möglichkeiten von Neuorganisierung gegeben. Und wenn wir jetzt so zurück in die 2000er gucken, da hatten wir ja teilweise 20% Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland, auch in Westdeutschland, zweistellige Zahlen. Das ist natürlich einfach eine andere Menge an Personen und dann auch eine andere Möglichkeit von Wirkmächtigkeit von so erwerblosen Kämpfen. Das sehen wir auch in den Ländern, wo die besonders groß sind, jetzt in Südeuropa, Griechenland beispielsweise. Wenn 30% der Bevölkerung oder 40-50% der Jugendlichen arbeitslos sind, dann ist natürlich da eine ganz andere Hebelmöglichkeit von dem politischen Kampf als vorher.
Vielleicht aber auch nochmal, um anzuschließen an das, was du gerade angesprochen hast, mit eben dem, wie jetzt auch so diese Sicht dann auf eben Kunden, Arbeitslose ist, das hatten wir jetzt wirklich mehrfach angesprochen. Da würde mich auch mal interessieren, aus dieser Haltung, weil das ist auch was, was wir in der Folge jetzt nicht explizit angesprochen haben, natürlich wie die Leute da über die Kunden denken, über die Arbeitslosen, aber nicht, was die Leute selber dann vielleicht auch für Reformideen haben. Das würde mich nämlich interessieren, wie wird das bei euch, also gibt es dann auch Gespräche unter euch, wie man sich das dann vorstellen würde, wie es eigentlich sein müsste, wie dort gearbeitet wird, was die Politik da ändern müsste? Leute verhungern lassen. Ja. Also ist dann auch es wirklich ist, so ja, radikal. Es geht eher in so eine Richtung dann. Also es ist eher so ein, dann wieder lieber mehr Sanktionen und sowas. Und weil es halt immer dieses Denken ist, also mit meinem Denken, mit jeder Mensch hat ein, also bedingungslos ein gutes Leben verdient, jetzt komplett unabhängig von der Leistung oder Arbeitskraft, die er oder sie erbringt. Damit stehe ich da, glaube ich, relativ alleine da. Die Leute sind halt wirklich immer noch sehr, sehr krass in dem Gedanken, ja, so, dann musst du halt einfach arbeiten. Ne? Also, dann wird natürlich dann auch immer gesagt, weil man will ja nicht als komplettes Arschloch dastehen, ja, wenn man jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht kann oder irgendwie krank ist oder so oder was weiß ich nicht, so, dann ist das ja okay, aber die Leute, die können, ja, die sollen dann ja auch arbeiten und ich finde, die haben dann auch das Geld nicht verdient und wenn die dann einfach irgendwie irgendwelche Maßnahmen abbrechen oder zu irgendwelchen Terminen nicht erscheinen, ja, dann sollen die halt auch kein Geld bekommen. Na, also so geht das eher oder dann sollen die halt sanktioniert werden. Ich glaube, da haben auch viele nichts gegen 100% Sanktionen. Wenn ich ehrlich bin, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, dass da viel irgendwie gegengesagt wird, sondern da ist halt eher so dieses Denken so, ja, arbeitet doch einfach. So, also warum sollten wir euch jetzt irgendwie, warum solltet ihr jetzt hier auf unseren Steuergeldern irgendwie sitzen und hocken und davon leben, wenn ihr jetzt eigentlich auch einfach arbeiten könntet? Ja, das ist, glaube ich, eher so das Denken tatsächlich leider. Hm. Nightmare hatte noch eine Frage gestellt und zwar eine konkrete Frage zum Jobcenter und zwar werden eigentlich so Fahrtkosten zu Pflichtterminen übernommen? Da stelle ich mir in ländlichen Regionen halt belastend vor, wenn man da auch auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist. Ja, werden sie. Auf Antrag werden die übernommen. Aber das ist ja auch das Geile, wo du es jetzt sagst, ganz viele Sachen wissen ja Leute auch einfach nicht. Also du wirst ja nicht darüber informiert, du bekommst ja jetzt keine Komplettübersicht beim Eintritt ins Arbeitslosengeld oder Arbeitslosengeld 2. So, hier, das alles kannst du beantragen und dann bekommst du es auch, sondern eigentlich bekommst du sehr, sehr wenig gesagt, auch dann ein bisschen abhängig davon, wer deine bearbeitende Person da ist. Aber so eine verpflichtende Übersicht gibt es ja nicht und man kann halt tatsächlich sehr, sehr viel beantragen, wenn man es wüsste. Ja, tatsächlich. Also es gibt eine Übersicht, die wird auch eigentlich immer mitgegeben. Das ist das Merkblatt über das Bürgergeld. Da stehen halt so Rechte und Pflichten drin. Es ist schon eine relativ dicke Broschüre. Ich glaube, niemand wird sich die so richtig durchlesen. Aber ich habe mir sie selber nie durchgelesen, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß halt jetzt auch nicht ganz genau, wie viel da jetzt drin steht, aber ja, da wird auf jeden Fall hin viel zu wenig beraten. Also ich finde, das sollte auch so ein bisschen in unserer Pflicht sein, eigentlich als Mitarbeitende, da dann zu sagen, natürlich auch vielleicht jetzt nicht jedem so einen ellenlangen Vortrag halten, ja, das und das und das können Sie jetzt beantragen und dies und das, wenn das gar nicht auf die Person irgendwie zutrifft, aber dass man da ein bisschen mehr Zeit hat, auch aus den Gesprächen mit den Leuten, das irgendwie rauszufiltern, dass man da vielleicht auch schon irgendwie erkennen kann, oh, die haben vielleicht Schwierigkeiten irgendwie mit den Fahrtkosten oder so, dass man dann auch sagen kann, wenn sie hier Termine haben, verpflichtende, zu denen sie kommen müssen, weil die sind ja auch ganz oft mit so einer Rechtsbelehrung, dass halt auch, dass da rechtliche Folgen sind, wenn die nicht zu den Terminen erscheinen, dass man da dann halt auch sagen kann, ja, sie haben jetzt auch hier die Möglichkeit, die Sachen zu beantragen, aber das passiert halt natürlich nicht. Ne? Das meiste ist dann auf Nachfrage, wenn man nachgefragt wird oder die Leute sich selber schlau gemacht haben, aber ja, so eine Übersicht über sowas wäre natürlich eigentlich mal ganz schlau. Ja, genau das schreibt Gringo nämlich auch in den Chat rein, dass das vielleicht dann mal was von linker Seite wäre,
dass man da einfach das informativ auf einer Website oder einer Broschüre zusammenfasst. Und ich meine, im gewissen Rahmen ist das ja auch genau das, was immer wieder auch von so Sozialberatungsangeboten und auch von linker Seite gemacht wird, dass man da eben genau dann diese Lücke versucht zu schließen. Aber sicherlich kann man das auch nochmal informativer zusammenfassen. Aber ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch irgendwo klar, das ist ja wie mit allen anderen staatlichen Leistungen auch so, man hat vielleicht die Pflicht, das irgendwo dann unterzubringen, dass man es dann machen muss. Da gibt es sicherlich auch irgendwelche rechtlichen Regelungen zu. Aber man schreibt es natürlich jetzt nicht irgendwo groß hin, weil im besten Fall ist es ja dann so für den Staat oder für die Einrichtungen, dass die Leistungen dann auch wirklich nur von den richtig motivierten Leuten genommen werden und alle anderen, die es irgendwie noch so schaffen, die Kosten dann selber zu tragen oder sich irgendwo Geld zu leihen, machen das dann so, weil ist ja gut, wenn die Leute eben diese Leistung nicht in Anspruch nehmen. Ja, eben. Wir haben ja auch immer den Anspruch, wirtschaftlich zu handeln. Ne? Also da geht es natürlich im Jobcenter auch darum, dass da immer schön abgewogen wird, wie ist jetzt was. Ne? Was für, also dass man immer schauen muss, ne, dass man jetzt auch nicht jeden Umzug bewilligt, weil man dann nicht jedes Mal eine Erstausstattung bezahlt oder irgendwelche Umzugskosten oder so. Also da sind die Mitarbeitenden auch schon dran gehalten, zu gucken, wo die Gelder hingehen. Darf ich da kurz einmal einhaken, nur als Frage, was heißt genau dann wirtschaftlich bei euch? Also wie wird das bilanziert? Wird das irgendwie dann überprüft? Gibt es am Ende dann so eine Kennziffer, wo man dann sagt, dieses Jobcenter hat jetzt wirtschaftlich gehandelt? Weil ich meine, beim Unternehmen ist das natürlich vergleichsweise einfacher, das nachzuweisen. Aber ihr habt ja auch jetzt nicht ein fixes Budget pro Jobcenter, oder? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich weiß halt auf jeden Fall, dass wir so, also es wird so gesagt, die Mitarbeitenden werden dazu angehalten. Ich weiß nicht ganz genau, ob es da jetzt so eine irgendwie Statistik dann am Ende zu gibt oder dass das irgendwann, dass es dann eine Bilanz gibt oder so, aber das mit den Umzügen zum Beispiel ist jetzt gerade, ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil da geht es dann halt darum, Umzüge müssen ja auch gestattet werden, damit das Jobcenter weitere Kosten übernimmt, wie Kaution, Umzugskosten, sowas, Renovierungskosten, Erstausstattung, ne? Das ist ja alles, was das Jobcenter bezahlt. Und da muss dann halt immer jedes Mal, wenn halt Menschen umziehen möchten, müssen ja so ein Mietangebot bei uns einreichen oder eine Mietbescheinigung und dann müssen wir sagen, ja, ist das jetzt, liegt da ein Umzugsgrund vor oder nicht? Und da kann halt auch mal sein, dass jemand das irgendwie begründet, ja, ich möchte da irgendwie näher an der Stadt wohnen oder so und die Wohnung ist angemessen, die passt in den Rahmen. Aber dann sagen wir halt, ja, aber warum? Der hat doch eine Wohnung. Der muss doch gar nicht umziehen, also nee, machen wir jetzt nicht. Weil wenn wir da wieder zustimmen würden, würden wir wieder alles zahlen müssen, also im Prinzip. Ne, und da wird halt dann so ein bisschen drauf geachtet, ne, dass jetzt nicht jeder Bums irgendwie bewilligt wird. Also ich würde es machen, bin ich ehrlich. Scheiß drauf. Natürlich. Weiß ich nicht, warum sich da manche immer so anstellen, aber naja, die denken dann irgendwie, die müssen das aus eigener Tasche zahlen, aber ja, darum geht es halt, ne, dass man da ein bisschen so drauf achtet. Aber wie das jetzt ganz genau dann am Ende irgendwie, ob das kontrolliert wird oder so, das weiß ich nicht. Nur für so Maßnahmen und sowas in der Arbeitsvermittlung, da gibt es so Budgets. Da muss dann irgendwie geguckt werden, da müssen so und so viele Maßnahmen irgendwie vergeben werden, da gibt es so und so viel Geld dafür. Genau. Da gibt es dann tatsächlich so Budgets, die dann auch vielleicht nicht überschritten werden dürfen, das ist dann auch nicht so gut. Ja, Steff, du hast ja auch nochmal als Ergänzung zu dieser Frage geschrieben, dass Anspruch und Realität dann natürlich auch manchmal auseinanderliegen. Also es ist ja nicht nur so, dass es oftmals nicht klar ist, also viele Sachen, den Menschen, die Hartz IV, ich vergesse mal wieder dieses neue Orwellsche Wort, weil Bürgergeld geschwimmt. Ich vergesse das einfach. Mein Kopf probiert das irgendwie so zu eliminieren, weil das halt so einfach nur eine Umbenennung ist für die gleiche Scheiße. Ja, ganz viele Sachen nicht nur nicht wissen, die sie eigentlich beantragen könnten, sondern es ja auch eine tatsächliche Realität ist, dass sowohl manchmal von den Mitarbeitenden Sachen selber einfach falsch gemacht werden, weil sie teilweise selber nur bis zu einem gewissen Punkt Ahnung haben, ne, also, oder auch Sachen einfach vergessen oder es ihnen egal ist und sie dann da auch einfach rechtlich einfach falsch handeln.
Oder auch manchmal einfach mutwillig Sachen gemacht werden, die dann halt erst vor Gericht ausgefochten werden müssen. Und das ist natürlich dann auch immer eine Sache. Theoretisch müsste man, wenn man jetzt wirklich Langzeit in Bezug geständig eigentlich wegen irgendwelchen Sachen vor Gericht stehen, war auch von meiner Erfahrung her so, wer macht das nur? Ne? Also das ist ja eine Sache, da ist ja dann auch das Risiko, dass du dann wieder verlierst, da brauchst du dann halt ein entsprechendes Umfeld, brauchst du halt entsprechende Unterstützung mit Anwälten und alles, und das ist so ein enormer Aufwand und ein so enormer Kampf, den man dann natürlich da auch führen muss. Dann ist hier eine Frage von Eola. Was meint ihr, dass durch das Einführen des bedingungslosen Grundeinkommens das Abschaffen vom Jobcenter möglich machen könnte, beziehungsweise was haltet ihr davon? Also so ein bisschen die Frage des bedingungslosen Grundeinkommens als Alternative zu dem aktuellen System, was das angeht. Vielleicht ist das eine Frage, die wir nach hinten anstellen, die wir dann eher so gegen Ende behandeln, weil das vielleicht auch nochmal so ein bisschen weiterführt und dann merken wir uns das. Jola, und dann werden wir das später nochmal thematisieren, wenn es okay ist. Dann schreibt Gringo, es fragt... Das sieht sich auch da drauf. Oh. Ja. Vielleicht dann eine Frage, die ich jetzt ein bisschen im Kopf hatte, als du das mit den Wohnungen angesprochen hast. Klingt vielleicht jetzt erstmal nach so einer kleinen Verschwörungstheorie, aber mich würde mal interessieren, ob es auch eine direkte Zusammenarbeit manchmal mit bestimmten Wohnungskonzernen gibt oder Mietgesellschaften oder sowas, weil ich meine, das ist ja wirklich so der hauptfinanzielle Aufwand, der immer da rausgegeben wird. Also gibt es da irgendwie Kontakt, wenn man dann so immer wieder Leute an bestimmte Wohnungen vermittelt? Ich meine, ne, das wird sich ja fast für irgendwelche Gespräche im Hinterzimmer anbieten. Ja, nee, das gibt es nicht. Also tatsächlich, also das Jobcenter vermittelt ja jetzt auch, also wir helfen ja jetzt nicht bei Wohnungssuche oder so. Wir vermitteln gar nicht an irgendjemanden. Das müssen die Leute dann selber machen. Das Einzige, was ich mal so mitbekommen habe, ist zum Beispiel, dass bei Wohnungsgesellschaften, wenn die Kunden und Kunden dann eine Mietbescheinigung davon mitbekommen haben, dann war das mit denen sozusagen abgesprochen, dass man direkt einmal die Kostenübernahme, die Garantie dafür, für die Miete gemacht hat und dann direkt auch für die Kaution was dazu. Ne, das war dann schon so ein bisschen, ne, abgesprochen, dass das halt alles direkt in einem ausgestellt wird, aber das hat jetzt keine Vorteile irgendwie für die Wohnungsgesellschaften eigentlich, und die Wohnungen müssen sich die Kunden und Kundinnen halt selber suchen. Da haben wir wirklich nichts mit zu tun, können wir nicht helfen. Wird auch des Öfteren mal danach gefragt, aber wir haben da weder Listen noch Ansprechpartner noch irgendwas anderes, das gibt's nicht. Ich dachte jetzt auch vielleicht eher, dass die Sachen dann eher bewilligt werden. Ach so, nee. Dass man dann sagt, okay, das ist jetzt irgendwie Hinz und Kunz Wohnungsvermietung, und dann sieht man das und dann, okay. Ja. Nee, gut. Eigentlich nicht. Ja, das wäre natürlich auch noch krass, aber das, also habe ich jetzt noch nicht so erlebt. Das wird eigentlich alles relativ gleich einfach behandelt, ob das jetzt private Vermieter sind oder sonst was. Aber es gibt natürlich auch Vermieter, die dann sehr gerne Bevollmächtigte sind von den Kunden und Kundinnen, die dann alles für die regeln. Was natürlich auf der einen Seite gut für die Kunden und Kundinnen sein kann, aber dass sie das jetzt wirklich aus so einem Interesse machen, ach, ich möchte den Leuten jetzt so gerne helfen, weiß ich nicht. Ne, also da ist dann natürlich, das erlebt man dann auch oft, oder Vermieter sind generell auch einfach die Schlimmsten, wenn die zu uns kommen. Ich weiß auch nicht. Also die denken wirklich, die haben jedes Recht, irgendwie alles über ihre Mieter und Mieterinnen zu wissen und was weiß ich nicht. Da hatte ich auch mal einen Mieter, der kam und hat gesagt, ja, warum arbeitet die Frau denn nicht? Das war eine Frau, die aus der Ukraine gekommen ist, und dann meinte er so, ja, ich wollte jetzt einmal helfen und ich wollte der Frau hier die Wohnung geben. Ja, und jetzt arbeitet die nicht, jetzt geht die nicht arbeiten. Und ich so, ja, wer weiß, was da irgendwie los ist. Vielleicht macht die erstmal einen Sprachkurs oder so. Ne? Erstmal die Sprache lernen. Ja, also die kann auch ohne Deutsch zu können irgendwie bei Lidl arbeiten oder so. Und ja, so, ich würde jetzt gerne da einmal mit der zuständigen Vermittlung irgendwie reden und so. Und ich so, nein, auf gar keinen Fall. Ne? Und dann halt wirklich
Bis er dann geendet hat, ja, also unter den Umständen möchte ich nicht, dass sie da wohnt. Also dann werde ich da kündigen. Und wo ich auch so war, try, kannst du gerne versuchen. Die wird, glaube ich, nicht rechtens sein, die Kündigung, aber ne, sowas gibt es dann halt viel auch. Vermieter, die halt denken, die dürfen jetzt irgendwie alles wissen und wenn dann irgendwas mit den Zahlungen nicht stimmt oder so, dann auch zu uns kommen und sagen, ja, ich möchte jetzt hier mal irgendwie Einblick haben und wir sitzen da, haben Sie eine Vollmacht? Sonst dürfen wir da nicht reingucken. Sorry, müssen Sie mit dem Kunden wiederkommen oder der Kundin oder halt eine Vollmacht mitbringen. Die denken immer, die können sich ganz viel rausnehmen. Generell müsste man ja, also eigentlich denkt man ja irgendwie, wenn man sich jetzt vielleicht noch nicht damit beschäftigt hat, okay, jemand, der halt im Leistungsbezug ist, müsste eigentlich sehr einfach eine Wohnung bekommen, weil das ja eine sichere Einnahmequelle für den Vermieter ist. Also klar kann jetzt auch da immer irgendwas passieren, aber eigentlich ist es eine sehr viel sicherere Einnahmequelle als jetzt halt bei jemandem, der zum Beispiel einfach prekär beschäftigt ist und einfach so das aufwenden muss, weil das Geld vom Jobcenter kommt halt einfach immer. Ich glaube, Kürzung von Miete ist sowieso eigentlich gibt es nicht, außer in wirklich so absurden Ausnahmefällen. Ja, wenn halt irgendwas unklar ist oder so, kann natürlich sein, dass da irgendwie erstmal da die Zahlung eingestellt wird oder so. Oder halt generell, dass sehr lange dauert mit der Bearbeitung des Antrags, mit der Bewilligung einfach. Ne, dass da auch die schon mal irgendwie lange auf die Miete warten. Aber sonst, was jetzt so Leistungsminderungen, Sanktionen und sowas angeht, da wird nicht dran gegangen an die Miete, die wird eigentlich immer gezahlt. Und deswegen muss man eigentlich denken, okay, dann ist man zumindest ja eine normale Chance auf dem Wohnungsmarkt als Erwerbloser haben, aber es ist tatsächlich einfach nicht so. Also du stehst halt ja ziemlich unten in der Nahrungskette, außer jetzt vielleicht noch, hast noch Knastis hinter dir oder so, die werden dann noch weniger gerne genommen. Aber wenn normalerweise, wenn jetzt ein Vermieter hört, dass du erwerbslos bist, dann hast du sehr viel schlechtere Chancen, eine Wohnung zu bekommen. Und das halt tatsächlich einfach ganz offensichtlich dann aus Stigma heraus, weil es jetzt keinerlei materiellen Grund dafür gibt. Weil das Geld kommt ja auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ich glaube, was auch die Schwierigkeit natürlich ist, dann auch noch auf dem Wohnungsmarkt, dass man da ja schon ganz viel ausschließen kann, weil es ja Grenzen gibt, wie viel da eine Wohnung kosten darf. Und das ist nicht viel. Also da habe ich halt auch schon viel gehört, ja, dass die Kunden gefragt haben, ja, wie soll ich denn so eine günstige Wohnung finden? Also das ist ja wirklich, das ist irgendwie utopisch gedacht, dass es noch so günstigen Wohnraum gibt, ne? Und da dann erstmal auch so eine Wohnung zu finden und dann einen Vermieter zu haben, der sagt, ah ja, du bist zwar erwerbslos und irgendwie beziehst Bürgergeld, aber ja, machen wir trotzdem. Ja, schon schwierig, also auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt dann immer einzelne Vermieter, die sich so ein bisschen darauf spezialisieren, dann natürlich auch vor allem in den Vierteln, die sowieso sozial eben benachteiligter sind und die jetzt nicht die attraktivste Wohnlage sind, die dann gerne Leute nehmen. Aber ich glaube, auf dem Großen und Ganzen stimmt das natürlich. Und wir haben auch noch eine Frage von Eola, ob die Bearbeitungszeit denn tatsächlich so lang ist, weil so viel Arbeit ist, oder ist das auch eine Frage von Willkürlichkeit? Kommt, glaube ich, ganz drauf an. Es ist wirklich tatsächlich ziemlich viel. Also was ich so aus der Leistungsabteilung mitbekommen habe, da sind so 9 Stunden Arbeit am Tag normal. Könnte man wahrscheinlich auch noch viel länger machen. Da kommt man nie auf null. Ja, da ist immer, 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 immer Arbeit. Ich glaube tatsächlich schon, dass da wirklich super, super viel zu tun ist. Und vor allem, ne, muss man dann ja auch noch überlegen, da sind vielleicht dann Kollegen und Kolleginnen, die dauerkrank sind oder so, ne, die ausfallen. Dann muss das halt jemand auch noch übernehmen. Und da häuft sich dann natürlich was an. Und wenn sich das dann so anstaut und so, dann rückt das halt immer alles natürlich noch nach hinten. Aber es gibt sicherlich auch Kollegen, die auch keine Lust haben und dann vielleicht auch ein bisschen gemütlicher arbeiten, wo das dann ein bisschen länger dauert. Ja, ich sehe auch, dass der Chat sich immer noch viel um die Frage vom bedingungslosen Grundeinkommen dreht. Und ich glaube, auch jetzt nach einer Stunde Diskussion können wir vielleicht dann auch noch mal darüber sprechen. Da würde mich vielleicht erstmal interessieren,
Wie nimmst du die ganze Diskussion darum wahr und was denkst du zu dem Thema BGE und möglicher Arbeitsplatzverlust? Also jetzt im Arbeitskontext wird da eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Jetzt so aus dem Kollegium kriege ich das gar nicht mit. Wenn, dann kommt natürlich auch eher so ein, ja, aber wie soll das funktionieren, wie soll das finanziert werden, bla bla bla. Lass doch lieber die Leute verhungern lassen. Ja, ja, genau. Ne? Also ich glaube, da hält man nicht so super viel davon. Ich habe mich da jetzt auch noch nicht so sehr doll viel damit beschäftigt, bin ich ehrlich. Halt das aber so grundsätzlich eigentlich für eine gute Idee. Also dass man da vor allem ein leistungsunabhängiges ja, so eine Grundsicherung einfach hat, dass da auch bei, also bei Jobverlust und sowas und also das gibt es ja mit so ganz vielen Behörden. Ich habe das jetzt auch bei Freunden von mir mitbekommen, die ein Kind bekommen haben, die jetzt 6 Monate auf das Elterngeld warten. Ne, die jetzt eigentlich keine Kohle haben, die hatten jetzt Glück, dass die irgendwie noch Verwandtschaft hatten, die unterstützt haben, dass sie Rücklagen hatten und so, ne? Aber diese ganzen finanziellen Engpässe, die dann natürlich passieren, die wird es dann halt nicht mehr geben. Also so eine Idee finde ich eigentlich schon grundsätzlich echt ganz gut. Wie gesagt, vor allem, dass es halt auch leistungsunabhängig ist, dass man da jetzt nicht irgendwie, also wie gesagt, dass jeder einfach bedingungslos auch ein gutes Leben, ne, wie man das halt damit führen kann, aber dass man damit sozusagen wenigstens den Lebensunterhalt sichern kann, das finde ich schon auf jeden Fall ein sehr vernünftiger Gedanke, aber wie das dann in der Diskussion auch alles ist mit Finanzierung und sowas und habe ich mich jetzt noch nicht eingehend mit beschäftigt oder so. Ja, ich finde das tatsächlich auch eine recht schwierige Frage. Ist ja auch ein Thema, wo wir immer mal wieder zugefragt wurden, dem wir jetzt aber auch eigentlich noch gar nicht so diesen inhaltlichen Raum dann gegeben haben. Also es wurde ja auch immer mal wieder gefragt, ob wir vielleicht mal eine Folge zu dem Thema machen können. Und ich finde, das ist auch dahingehend schwierig, weil wenn ich mir so anschaue, was wir jetzt beispielsweise mit dem Übergang Hartz IV zu Bürgergeld gehabt haben und auch wie breit es doch auch eine gewisse Akzeptanz für eben BGE gibt, dann stelle ich mir das immer so vor, wenn es jetzt kommt und auch so ein bisschen die Modelle, die ich dazu gehört habe, wirkt das für mich einfach auch nur als eine Zusammenfassung der Leistungen, die es jetzt schon gibt, ohne jetzt den bürokratischen Aufwand. Und so ist das natürlich eine attraktive Sache, weil man wird dann eben an Arbeitsplätzen wie euren dann wahrscheinlich sparen und da dann eben zurückbauen. Natürlich auch die ganze Sanktionsgeschichte darum und auch das alles irgendwie rechtlich deutlich mehr entwirren. Aber ob dann jetzt so ein riesiges Plus am Ende für die Leute rauskommt, das ist dann die Frage. Jetzt mal abgesehen von auch so Sachen wie einer fehlenden Staffelung, wie es das dann in manchen Modellen gibt, das finde ich eben auch absolut bescheuert, weil es gibt ja auch Leute, die wirklich sagen, es sollte dann einfach für alle ausgezahlt werden. Mhm. Das ja, hätte ich jetzt, also erstens wird es, glaube ich, einfach auch zu höheren Preisen dann führen und zweitens ist es natürlich meiner Meinung nach komplett bescheuert, wenn Leute dann einfach, die jetzt wirklich ausreichend verdienen, dann noch das als einen kleinen Zusatz bekommen. Und ich glaube auch tatsächlich, in der jetzigen Gesellschaft ist es wirklich so, dass wenn man sich jetzt sowas vorstellt wie das BGE, wenn es so ist, wie wir uns das wünschen, dann wird das aber auch, also wird es natürlich nicht umgesetzt, aber sagen wir mal, wenn es näher an das kommt, daran kommt, wie wir uns das wünschen, wird es tatsächlich auch mit einer deutlich schärferen Migrationsbeschränkung einhergehen oder einfach mit einem großen Ausschluss von Leuten, die hier einwandern, weil natürlich, wenn es wirklich so ist, wie Linke sich das wünschen und das gleichzeitig mit einem Konzept von offenen Grenzen oder mit Migration, so wie im Jetzt einfach weiterlaufen sollte, dann wird das natürlich nicht funktionieren oder dann wird es einfach in der nächsten Regierung einen reaktionären Backlash dagegen geben. Und deswegen finde ich es sehr fragwürdig, dass irgendwie so zentral, wie manche Leute das machen, das ist jetzt auch wieder deutlich abgeschwächt, aber es gab ja von links wirklich eine große BGE-Bewegung, das da irgendwie ins Zentrum zu rücken, weil meiner Meinung nach ist das zumindest so, wie unser Zustand von Bewegung jetzt ausschaut und mit den Angeboten, die von der Politik mit BGE gemacht werden, kein wirklich zukunftsfähiges Konzept. Ich finde eigentlich auch, dass so die Tendenz mehr dann in
die Richtung gehen sollte, wie Steff das halt geschrieben hat. Also eine Perspektive hin zu einer selbstbestimmten kämpferischen Bewegung von unten, von Erwerbslosen und dann im besten Fall auch in der Zusammenarbeit mit solidarischen Mitarbeitenden und so im Jobcentern. Dass es eigentlich eher unsere Perspektive ist, als jetzt halt so eine rein staatliche Lösung dort zu fokussieren. Also wir sind ja auch immer für Reformen, also wir kämpfen auch immer dafür, dass halt auch natürlich diesem Staat dann halt auch bestimmte Rechte und bestimmte Errungenschaften abgerungen werden. Aber beim BGE, da habe ich zumindest auch gar keine klare Meinung zu, weil es so viele Für und Widers gibt. Und ich finde das auch sehr, sehr, sehr unklar abzusehen, was das dann halt wirklich für die Kämpfe von unten bedeuten würde. Und das sollte halt eben immer unser oberstes Augenmerk sein, wie gelingt es uns, dass halt die Selbstorganisation der Massen, die Selbstbefähigung und die Durchschlagskraft der Massen halt erhöht wird, dass sie halt selber in der Lage ist, auch Reformen zu erstreiten. Und da habe ich schon das Gefühl beim BGE, dass es auch eher dazu eine Lähmung führen kann, wo dann halt gesagt wird, ja, der Staat gibt uns ja jetzt hier alles, und was dann natürlich auch real nicht der Fall ist, aber das ist halt wäre ein sehr gutes Propaganda Instrument auch für den bürgerlichen Staat, sich da so darzustellen. Und da finde ich auch die Überlegung zu einer kämpferischen Bewegung, die dann eher die konkrete aktuelle Situation von Erwerbslosen zum Beispiel verbessert und da mehr erstreitet, in dem Fall besser. Vielleicht dazu auch nochmal interessant von Gringo. Ich habe bei der Volksinitiative Bedingungsloses Grundeinkommen Schweiz gearbeitet. Wenn das dann über die Mehrwertsteuer finanziert wird, macht es aber null Sinn. Und es gibt Menschen, die mehr benötigen, Krankheiten zum Beispiel. Also braucht es auch wieder Verwaltungsaufwand. Ja, ist natürlich auch dann nochmal eine Frage, ne? Wie genau das dann ausschaut. Weil das ist auch das, was ich immer so ein bisschen im Kopf bekomme, wie ich es gerade gesagt habe, mit eben, wenn man... Also es macht wenig Sinn, sich das BGE dann wirklich einfach komplett unreglementiert vorzustellen. Und wenn man dann anfängt, dann kommt man natürlich auch immer wieder auf mehr Verwaltungsaufwand. Ich glaube, am Ende wird es dann sicherlich trotzdem eine Einsparung bedeuten, was ja auch selbst erklärt für viele Leute in der Politik genau der Grund ist, warum sie es dann auch fordern. Dann vielleicht noch so ein, zwei Ansätze, Steff, weil du ja auch gewünscht hast, dass wir da ein bisschen drüber reden, über wie man dann zu einer kämpferischen Bewegung wieder kommen kann. Also einmal ist es halt schwierig, das einfach so herzustellen, weil sowas ja immer auch an den gesellschaftlichen Bedingungen halt hängt. Und die Zeit, die du beschreibst, das war ja vor allen Dingen dann halt auch die stärkste Zeit der Erwerbslosenbewegung war ja dann meines Wissens zumindest nach eben auch diese Zeit der Umstellung auf Hartz IV. Wo dann eben es diesen entschlossenen Kampf gegen diese Pläne gab, auch diese ganzen Montagsdemonstrationen, Mobilisierungen, die hast du ja auch schon beschrieben. Und das ist nun mal was, das lässt sich nicht einfach so ohne weiteres wiederherstellen, diese Dynamik, die dort dann damals geherrscht hat. Aber natürlich können wir trotzdem was tun. Also natürlich können wir einen organisierten Rahmen schaffen, um jetzt halt zum Beispiel für den Fall, dass es jetzt dann wieder eine CDU-Regierung oder so dann bei der nächsten Wahl gibt, die jetzt dann halt ihre Pläne dann irgendwie durchsetzt, was da halt alles an verrückter Repressionsapparatsgeschichte läuft, dass wir uns halt auf so eine Situation vorbereiten, halt eben die Organisierung der Erwerbslosen vorantreiben. Das ist, denke ich, die FAU auch die beste Antwort, die wir haben, neben den anderen unabhängigen Erwerbsloseninitiativen, dass man dort einfach Erwerbslose innerhalb der FAU probiert gut zu organisieren, dass man halt lokale Verbände von Erwerbslosen in der FAU hat, die halt auch Protest und Beratung und so weiter für Erwerbslose lokal organisiert, und dann halt in dieser Situation, wenn es jetzt zum Beispiel zu einer größeren Verschärfung gegen Erwerbslose in Deutschland wieder kommen sollte, dann kann man daran, was man halt aufgebaut hat, wieder ansetzen und probieren, eine größere Mobilisierung zu starten und daran dann auch vielleicht wieder eine gewisse Dynamik entfachen, um da mehr rauszuholen und eine breitere Bewegung wieder zu initiieren. Vielleicht würde ich da sogar
direkt noch mit einem Punkt anschließen. Und zwar, was ich glaube ich auch als eine ganz zentrale Sache in dieser Frage finde, ist einfach die Verbindung zwischen klassischen gewerkschaftlichen Kämpfen und dann eben Erwerbslosenbewegung zu schaffen. Also dass diese künstliche Trennung, die natürlich im Staat dann immer aufgemacht wird von Arbeitslosen auf der einen Seite, Arbeiter auf der anderen, und da eben diesen Widerspruch aufzuziehen, dass das durchbrochen wird, dass eben auch alle Leute, die jetzt in Arbeit sind, sich einfach als immer auch potenzielle Arbeitslose begreifen. Und dass da eben diese Zusammenarbeit geschaffen wird und dieser Zusammenhang, weil ich glaube, ohne diese ganz konkrete Verbindung, das ist ja auch, wenn wir uns jetzt den Kampf gegen damals die Einführung der Hartz-Gesetze anschauen, das war ja auch wirklich massiv getragen einfach von den großen Gewerkschaften. Und das ist halt auch einfach die Sache, dass da so viel negative Propaganda einfach gemacht wurde und so viel Spaltung auch einfach erzeugt wurde, dass das natürlich dann auch zu einer absoluten Lähmung führt, weil Erwerbslosenkämpfe an sich, außer wir haben jetzt wirklich massiv, massiv hohe Arbeitslosenzahlen, können natürlich nicht die gleiche Wirkmächtigkeit entfalten wie gewerkschaftliche Kämpfe. Das ist ja klar, weil einfach der Hebel, den man hat, viel wirkungsloserer ist. Soll nicht heißen, dass es irgendwie auch nicht komplett reine Erwerbslosenkämpfe geben kann, aber es ist ja logisch. So, wenn wir uns jetzt angucken, gewerkschaftlicher Streik und Aktion vor dem Jobcenter beispielsweise, die Möglichkeiten sind einfach viel geringer. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass da diese Verbindung geschaffen wird. Und wenn diese Trennung einfach aufgehoben wird und da zusammengewirkt wird, dann kann wieder eine ganz andere Wirkmächtigkeit erzeugt werden. Und das ist ja auch in dem Sinne von allen Leuten. So Erwerbslosenkämpfe sind in dem Sinne von allen Leuten, weil jeder ist potenziell irgendwann davon betroffen. Aber natürlich habt ihr recht, wie ihr schreibt, dass es ein schwieriges Pflaster ist, weil nun mal viele Erwerbslose einfach in einer sehr schwierigen Situation stehen. Klar, einerseits haben sie oftmals mehr Zeit als Menschen, die jetzt voll berufstätig sind, aber trotzdem eben oft dann auch Depressionen haben, stigmatisiert sind. Ich glaube trotzdem, und das hast du ja auch an deiner eigenen Geschichte jetzt erlebt, Steff, dass es möglich ist. Und dass es auch jetzt möglich ist, Menschen zu erreichen, aber halt eben so wie jede Form von Basisarbeit, nur mit sehr, sehr langen Atem- und Durchhaltevermögen. Das ist halt leider eben nichts, und das muss ich den meisten von euch auch nicht erzählen, aber was man dann einmal mit Plakatieren gehen und einmal mit irgendwie mit ein paar Leute ansprechen und mal eine Sozialberatung irgendwo, das muss halt wirklich so ganz kontinuierlich geschehen und in einem jahrelangen Prozess muss Vertrauen gewonnen werden zu den Menschen. Nur dann kann man dann halt auch wirklich was Entsprechendes aufbauen. Vielleicht, um das noch einmal kurz auch von der anderen Perspektive aufzugreifen, natürlich muss man dann auch sagen, dass es in manchen linksradikalen Gruppen auch einfach zu so einem Zine-Ding geworden ist, dann Erwerbslosigkeit zu idealisieren. Also ich habe das ja auch selber hier in lokalen anarchistischen Szenen mitbekommen im Ruhrgebiet, dass dann ja Leute tatsächlich so eine echauffierte Haltung gegenüber Leuten, die ganz normal einen regulären Job nachgegangen sind, hatten. Und das ist natürlich auch die Sache. Ich glaube, gerade in so einer aufgeheizten Stimmung um das ganze Thema Erwerbslosigkeit führt es dann auch einfach nur zu massiver Ablehnung, wenn Leute Erwerbslosigkeit dann idealisieren, was natürlich auch an sich einfach eine total bescheuerte Sache ist, wenn man sich die realen Umstände von den allermeisten Leuten in Bezug anschaut. Aber da dann auch selber eigentlich aus so einer moralisierten Selbstbezogenheit dann da irgendwie diese Trennung aufmacht und irgendwie ja, ich kann mich daran erinnern, als jemand dann kam und irgendwie gefragt hat, ja und morgen hier zur Waldbesetzung, und eine Genossin dann gesagt hat, nee, ich muss morgen arbeiten, und dann nur die Antwort kam, Lohn arbeiten? Wie peinlich. Und wohlgemerkt, das war bei einer FAU-Gewerkschaftsversammlung kam dieser Kommentar von diesem Waldmensch.
Ja, ich glaube, meine Ausrede dafür nicht zu kommen war, dass ich ins Phantasialand gegangen bin. Ja. Und auch zu sehr viel Belustigung geführt bei der Person. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich, Lea, von Nightmare vor einer Zeit. Und zwar, wie siehst du die Wahrscheinlichkeit von einer Einführung einer Bezahlkarte für EmpfängerInnen und wie sie jetzt für Geflüchtete eingeführt werden soll? Ich glaube, das wird. Was denkst du dazu? Ja, ich glaube, es wird noch ein Thema sein. Und das ist ja wirklich, also ich finde es ja jetzt schon krass irgendwie, wie, ich glaube, das hatte ich auch in der Folge einmal angesprochen, wenn man sich so die Aufteilung des Bürgergeldes mal anguckt, ne, die Leute im Bezug, die bekommen natürlich das ganze Geld zur Verfügung gestellt und können damit machen, was sie wollen, aber es wurde ja schon irgendwie dann so prozentual mal geguckt, für was das, also wie der sich zusammensetzt, der Regelsatz. Und wo dann ja zum Beispiel auch so das meiste für Nahrung und nicht alkoholische Getränke ist. Und dann, also wie das halt so eingeschränkt wird, dass da ja im Regelsatz sozusagen schon Leuten sozusagen vorgeschrieben wird, ja, dafür solltest du jetzt dein Geld ausgeben, weil du bist jetzt so hilfebedürftig und du kriegst jetzt Geld hier vom Staat, deswegen darfst du jetzt auch nicht mehr so frei leben wie alle anderen. Ja, und das wird natürlich super verschärft, auch nochmal, wenn dann so eine Bezahlkarte kommt. Also das wäre wirklich das absolute No-Go eigentlich. Also dass das jetzt überhaupt schon für Geflüchtete irgendwie eingeführt wird, das finde ich ist eine komplette Vollkatastrophe. Auch aus so fadenscheinigen Gründen irgendwie, die wirklich gar keinen Sinn ergeben, statistisch gesehen und sowas, wo dann halt wirklich wieder komplett nach unten getreten wird und da jetzt irgendwie geguckt wird, ja, wie können wir die jetzt davon abhalten, irgendwohin Geld zu überweisen, aber da es natürlich auch nur um Kontrolle geht, ne, wofür können die ihr Geld ausgeben, wofür nicht, wo können die ihr Geld ausgeben und wo nicht, man weiß ja auch noch nicht so ganz, wie das alles funktionieren soll. Kann man dann in allen Läden damit bezahlen? Kann man nicht in allen Läden damit bezahlen? Na, aber was für eine Freiheit da ja auch schon genommen wird, nicht mehr mit Bargeld bezahlen zu können. Ne? Ja. Also, oder beziehungsweise kriegst du 50 Euro irgendwie ausgezahlt oder so, kannst du dir abheben und das war's dann. Das ist natürlich, also ich hab die Befürchtung, dass das kommen wird irgendwann, vor allem wenn das jetzt alles anläuft und so. Dass es da bestimmt auch Befürworter geben wird, die dann sagen, halt auf diesem Stand sind auch, ja, die gehen ja nicht arbeiten, deswegen, das ist ja auch nur ein Übergang und deswegen dürfen die das jetzt, die dürfen jetzt nicht mehr frei entscheiden, wofür, was sie konsumieren möchten oder was nicht. Ja, das wird auf jeden Fall ganz, ganz schwierig. Und das im Land des Bargelds, Leute. Mhm. Ja. Ja, sonst ist das Bargeld immer so heilig, ne? Aber wenn es dann darum geht, ja, irgendwie. Für die Ausländer, die können meinetwegen unser heiliges Bargeld nicht bekommen. Nee. Für die gibt es das nicht. Aber ich meine, manchmal bilden sich ja tatsächlich an solchen Fragen dann auch sehr interessante Allianzen, wenn dann die Bezahlkarte. Also ich hatte es tatsächlich einmal schon mal gelesen, dass eben von libertärer Seite dann die, also ich meine, gut, die halten natürlich generell nichts von Sozialleistungen, ne, ist ja klar, aber dass diese Bezahlkarte als so ein bisschen der Gateway gesehen wurde, um dann nach und nach eben das Bargeld abzuschaffen, was ja immer das große Schreckensgespenst ist, was die an die Wand malen und dass dann eben da dann alles komplett staatlich geregelt ist. Mhm. Libertaristischer Seite. Hm? Libertaristischer Seite. Du hast den Kampf um das, den Begriff libertär aufgegeben. Libertaristisch? Ist das echt so? Also ich verwende tatsächlich noch rechtslibertär, aber okay. Libertaristisch. Ja, genau, nur noch Bitcoins. Auszahlung in Bitcoins. Tatsächlich finde ich auch interessant, ich habe mit dem Thema Bezahlkarte das eben dann auch. Siehst so. Der Chef hat es auch verwirrt, ja. Oh. Joshua hat aufgegeben, den Kampf. Ja, okay, ja, Leute, ne, ich habe ja eh gesagt, irgendwann werde ich nochmal die Folge für Rechtslibertarismus vorbereiten. Dann können wir das nochmal in Ruhe klären. Ja, genau, Nightmare, das wird die neue Querfront. Ja, ich finde das auch immer faszinierend, was dann eben auch für interessante Argumente dann um solche Themen dann gemacht werden. Also auch Bezahlkarte, da ging es dann auch so Sachen um diese Begrenzung eben in einem bestimmten Landkreis oder in einer bestimmten Stadt, dass man dann eben das dann noch verkauft als, okay,
wenn das Geld schon ausgezahlt wird, dann soll es jetzt hier eben noch auch im ländlichen Raum oder in abgehängten Gebieten die lokale Wirtschaft beleben und den lokalen Kleinhandel. Boah, das ist wirklich einfach nur so bescheuert. Also wirklich lange nicht mehr so einen kompletten Schwachsinn gehört, wie das, was die sich da jetzt ausgedacht haben. Und dann sagen, oh nein, die Leute, die dürfen keine 50 Euro mehr ins Ausland überweisen. Das geht nicht. Das dürfen die nicht machen. Ich habe da gar keine Worte mehr für. Das ist wirklich, da fehlt mir alles irgendwie, wo ich so denke, okay, wie kann man wirklich auf die Idee kommen und sagen, das ist eine gute Idee? Weiß ich nicht. Wie können sie nur ihre Familien in den vom unter anderem deutschen Imperialismus zerstörten Ländern irgendwie Kohle überweisen zu wollen? Unfassbar. Ja. Gut, ich würde sagen, lass uns mal die Runde allgemein öffnen für alle möglichen Themen. Also ihr seid eingeladen, nochmal natürlich auch weiter zum Jobcenter, zur Erwerblosigkeit zu schreiben. Aber wir können auch über andere Themen sprechen. Wir hatten ja gerade schon das bedingungslose Grundeinkommen, aber auch über Themen über Themenfremdes. Schreibt alles rein, was ihr wollt. Ja, jetzt habe ich mal den Namen. Ja, servus, Altante, das stimmt natürlich. Das ist ja auch eine Kritik, die immer, sehr souverän. Ja, die immer mal wieder vorgebracht wird, dass eben keine gebrauchten Sachen mehr gekauft werden können. Und das stimmt natürlich in zweierlei Hinsicht. Einmal müssen die Leute einfach mehr Geld für die Sachen dann zahlen. Und zweitens, sorgt es dann auch eben für Umweltschäden. Finde ich jetzt aber auch nicht das stärkste Argument dagegen. Bist du noch irgendwas nicht losgeworden? Ach, ich glaube, ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht und dachte so, oh Gott, ich hätte jetzt noch so viel mehr erzählen können. Aber ich glaube, das ist einfach so ein weit gefächertes Thema. Ein paar Sachen habe ich jetzt schon mal noch mal aufgegriffen, wo ich mir noch Gedanken gemacht habe, vor allem so über diesen Außendienst und so, der in die Wohnungen kommt und so. Mhm. Da wollte ich noch mal, dachte ich, kann man noch mal gut drauf zu sprechen kommen. Aber ich glaube, jetzt fällt es mir eh nicht ein, aber sobald ich hier die Haustür verlasse, denke ich mir wieder, ach, jetzt hätte ich noch darüber reden können, das hätte ich noch erzählen können und was weiß ich nicht. Aber jetzt gerade fällt mir eigentlich nicht mehr so viel ein. Mhm. Ja, für uns war es ja auf jeden Fall für den Podcast auch nur der Beginn der Beschäftigung, würde ich sagen. Also wir hatten ja auch in der Folge gesagt, okay, das war jetzt tatsächlich unsere erste jetzt intensivere Beschäftigung mit dem Thema an sich, warum auch immer. Also es ist eigentlich auch wild, dass wir bisher, obwohl es so ein wichtiges Thema ist, noch nie darüber gesprochen hatten. Aber jetzt haben wir das ja nachgeholt und wir werden sicherlich andere Perspektiven, die wir jetzt bisher nicht behandelt haben, speziell auch vielleicht zum Beispiel eine geschichtliche Betrachtung, wurde sich auch zum Beispiel mal gewünscht, jetzt in den Kommentaren irgendwo, ich glaube auf YouTube. Das werden wir sicherlich nochmal in irgendeiner Folge nachholen. Und auch mit der Erwerbslosenbewegung finde ich auch sehr spannend. Da werden wir sicherlich auch nochmal was machen. Das Video, Tom, stelle ich im Prinzip, sobald wir hier fertig sind, auf YouTube. Also das wird noch heute Nacht, wirst du noch auf YouTube den Anfang dieses Streams dir anschauen können. Dann freut mich, dass dir mein Artikel gefallen hat, Steff, zu der anarcho-syndikalistischen Jugend in Köln. Warum solche Sachen dann immer nach ein paar Jahren verschwinden? Also ich hab ja probiert, eine Antwort in dem Artikel zu geben, wie man mehr Kontinuität
für so eine anarcho-syndikalistische Jugend oder generell Jugendorganisierung im Anarchismus erreichen könnte. Und da war eben einer meiner Ideen, dass speziell für so eine ASJ könnte man diese eben an die FAU angliedern. Das ist ja zum Glück mittlerweile jetzt bei den Genossinnen in der Schweiz, bei der FAJ passiert. Und auch bei der Schwarzen Rose in Dresden ist es auch passiert. Und das zeigt sich auch schon, also zum Beispiel, ich glaube, bei der Schwarzen Rose ist jetzt auch schon die zweite Generation an Jugendlichen, die dort in der Organisation aktiv sind, also wo schon mal das Personal gewechselt ist. Und hoffe ich mir tatsächlich mehr Kontinuität, also dass es einfach dadurch, dass es angliedert ist an die größere Struktur, dann halt auch vielleicht einfach die Jugendlichen, die dann älter werden, in die FAU irgendwann übergehen, so wie auch eigentlich eine Jugendorganisation gedacht ist. Und dann halt, wenn neue Jugendliche in die Organisation kommen, diese einfach dann diese angegliederte Struktur wieder erwecken oder wieder erleben. Und generell denke ich, ist es für anarchistische Strukturen sehr wichtig, überregional oder auch für alle Linken ist es wichtig, überregional zusammengeschlossen zu sein in der unterschiedlichen Form, um mehr Kontinuität wachsen zu haben und halt eben auch formelle Strukturen zu haben, die sich auf eine Grundlage berufen, wo es nicht einfach nur willkürliche kleine Freundeskreise sind, die so ein bisschen vor sich hin agieren, sondern man sich eine verbindliche Grundlage gibt, auf der zusammen man arbeitet. Das ist eine ganz grundsätzliche, wichtige Sache. Und es gibt natürlich noch eine Reihe von anderen Punkten, aber so als zwei Gedanken schon mal dazu. Verstehst du den Kommentar von Negativland letzten? Also ich glaube, wer alle drei, ich weiß nicht, ob das zufällig bei dir anders ist, kennst du dich gut mit den Sozialsystemen in anderen Ländern aus? Nee, nicht wirklich gut. Ich weiß nur, dass man mit einem Arbeitslosengeld 1-Anspruch auch ins Ausland gehen kann und sich dann da bei bestimmten Stellen dann halt auch melden muss und so für Arbeitssuche. Aber ganz genau, wie das da abläuft oder so, oder wie die Systeme da sind, da habe ich gar keine Ahnung von. Ja, das ist auch tatsächlich was, wo wir am Anfang ein bisschen drüber gesprochen haben, ob wir es in die Folge mit reinnehmen, aber da sind wir eben alle nicht sonderlich drin. Wäre sicherlich nochmal was Interessantes, was man sich auch angucken kann, braucht dann eben nur den richtigen Aufhänger. Deswegen Negativland, da können wir dir gerade nicht richtig darauf antworten, wie das im Vergleich ist. Genau, und Gringo, du hast noch gefragt, ich würde auch generell sagen, wir können jetzt noch mal eine letzte Runde machen, bevor wir dann Schluss machen. Also wenn euch noch irgendwas zu dem Thema unter den Nägeln brennt und ihr jetzt die Chance haben wollt, mit einer absoluten Insiderin und Expertin auf dem Thema zu sprechen oder von uns beiden was dazu zu hören, dann haut es jetzt noch raus. So, und Gringo, damit du auch nicht ohne Phantasialandwissen hier aus dem heutigen Stream rausgehst, hat Phantasialand coole Bahn? Ich würde sagen, auf jeden Fall ja. Guck mal, das du hast auch schon Phantasialand öfter? Ja, schön. Ich liebe das Phantasialand. Ich habe zwar auch immer ein bisschen Angst so vor Achterbahn und so, aber es ist auch irgendwie einfach geil. Es gibt super viele tolle Bahnen, ganz viel Abwechslung irgendwie, so für richtig Adrenalin-Rush irgendwie. Gibt es natürlich Taron, so die so, keine Ahnung, von in wie vielen Sekunden auf... Das ist auch mein Favorit. Ne, auf was weiß ich nicht. Aber jetzt gibt es ja auch diese neue Bahn, die auch so relativ schnell ist, wo man so drin liegt. Fly. Die fand ich ein bisschen schlimm, da habe ich fast gekotzt danach. Da war mir wirklich ein bisschen schlecht. Weiß ich nicht, aber die war auch ein bisschen heftig. Aber dann gibt es ja auch das, wo man so diese Mäuse abschießen muss und sowas. Das Maus macht Schokolade. Ja, genau, das macht Spaß. Hab ich eine Keksdose von zu Hause? Was? Ja, das hat meine Freundin mir geschenkt. Oder Black Mamba halt, so die Holzachterbahn ist auch ganz toll. Colorado heißt die ja, glaube ich. Oder Colorado River oder so. Auch ganz toll, mag ich richtig gerne. Phantasialand, einfach, kann man nie was mit falsch machen, kann man immer gut hingehen. Macht auf jeden Fall Spaß, lohnt sich. Das kann ich auch wirklich nur so spiegeln. Ein, finde ich, wichtiger Funfact beim Phantasialand noch immer, es gibt tatsächlich eine Episode von Alarm für Cobra 11, bei der es eine Drogenübergabe
im Looping der Black Mamba gibt, wo dann der Koffer irgendwie so runtergeworfen wird. Nein. Kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall sich die einmal anzuschauen. Und ich kann tatsächlich auch das Spiegeln mit Fly. Das hatte ich nämlich auch, weil ich war über meinen Geburtstag nämlich eine Nacht dann in dem Rookburg-Hotel da gewesen, was ja in die Achterbahn dann so reingebaut ist. Und da kriegt man dann nämlich auch diese Fastpasses. Und ich habe es auch wirklich nur geschafft, zweimal diese Achterbahn zu fahren, weil beim zweiten Mal ging es mir wirklich so beschissen. Im Aber Vergleich also zweimal an einem Tag? Ja, genau. Also das war mir schon echt zu viel. So. Das, ich würde da nie eine Achterbahn mehrmals fahren, glaube ich. Obwohl wir mit diesen Pässen und so. Ja, wirklich, also du hast die eben zum Hotel irgendwie, glaube ich, so 8 Stück oder so dazu bekommen. Ja, da kann man das mal schon mal machen. Aber sonst muss man da ja so Ewigkeiten anstehen. Also am besten unter der Woche gehen oder so. Keine Ferien, sonst steht man da wirklich Ewigkeiten an irgendwelchen Achterbahnen an. Das macht dann irgendwie auch nicht so mega viel Spaß. Und ich möchte von dem Freefall Tower abraten. Mystery Castle, genau. Ja. Der macht keinen Spaß. Der geht nämlich nicht nur hoch und dann wieder runter, sondern dann bleibt er so in der Mitte stehen, dann geht er wieder hoch, dann geht er wieder runter. Und den fand ich auch ganz schrecklich. Und dann ist das so dunkel da drin und dann flackert so das Licht und so. Das, nee. Also wer sowas mag, kann das machen, aber... Ich finde es eigentlich eine recht einmalige Erfahrung, aber da scheiden sich ja vielleicht mal so ausprobieren. Es gibt da natürlich auch viele langweilige Sachen, die man da machen kann. Zum Beispiel die Geisterritscher. Warst du da schon mal drin? Ja, das ist immer die einzige Attraktion, die selbst bei Vollbelastung immer unter 5 Minuten Wartezeit hat. Das ist, glaube ich, aber auch die älteste Attraktion aktuell. Ja, das kann sein. Sieht auf jeden Fall sehr alt aus da drin. Aber macht Spaß, kann man mal machen. Ja, da gibt es wirklich tolle Sachen. Ich liebe das Phantasialand, geiles Essen. Ne, wenn man im Winter hinfährt, da ist ja Winterwunderland, ne? Das ist alles so. Ja, mit den Eiskunstshows und sowas, ne? Und dann ist ja immer schön Schnee und ganz schön beleuchtet und so alles. Wenn wir weiter so machen, kriegt ihr irgendwann so einen Rabattcode. Dann könnt ihr so sagen, mit dem Code über Tage bekommt ihr 10% auf den nächsten Eintritt. Wenn dann irgendwie eine Monats irgendwie so und so viele Freibesuche bekommen, Jahreskarte lieben gerne. Auf jeden Fall auch nochmal, falls ihr da seid, ein kleines Shoutout an das Mittelalter-Restaurant. Kann ich nur empfehlen, das ist wirklich gut. Da war ich noch nie, glaube ich. Ja, ich fühle auf jeden Fall, was du schreibst, Stefan, mit dem, dass alles wieder von vorne losgeht. Das ist was ich fühle im Vergleich zu was ihr fühlt, Phantasialand. Ich fühle auf jeden Fall, wie mit dem Alter man immer wieder im politischen Kampf halt an die gleichen Dinge dann guckt und immer wieder das Neue von vorne machen und so weiter. Aber verliere nicht die Hoffnung, denn ich finde schon, dass es, wenn man sich das anguckt, vorangeht. Schau dir wirklich mal die FAU an, wo die hat halt noch nie nach 45 so ein, noch nie, vielleicht ist übertrieben, aber auf jeden Fall schon sehr lange nicht mehr so einen starken Stand gehabt wie jetzt. Und das kann uns schon Hoffnung machen. Und generell, finde ich, ist der Aufbauprozess die letzten 15 Jahre insgesamt doch, hat es an Qualität und auch an Quantität gewonnen, selbst wenn es langsam geht. Und wenn du dann trotzdem mal kurz davor bist, die Hoffnung zu verlieren, vielleicht hilft dir auch ein Besuch im Phantasialand, um wieder ein bisschen dich abzulenken und auf Ton zu kommen. Sicherlich. Das ist auf jeden Fall mein Umgang mit dem Ausbleiben von der Revolution. So ist das richtig. 60 Euro oder mehr für so einen Tag Spaß ausgeben. Ja, das ist eine Ermäßigung, wenn man erwerbslos ist. Kommen wir wieder zum Thema zurück, ne? Ja, vielleicht noch einmal kurz zu dem, was du geschrieben hast, Steph, mit dem Arbeitsdienst. Das ist, glaube ich, auch echt so eine Sache, was wir ja so ein bisschen auch in der Folge selber behandelt haben, mit einfach der Produktivität vom Ganzen. Ich glaube, am Ende des Tages bleibt es auch immer so ein Wunschtraum von Konservativen, dass sowas wirklich effektiv genutzt werden kann. Und wenn, kann ich mir halt vorstellen, dass was dann ausgeweitet wird, dass die Leute wirklich so eher degradierende Sachen machen müssen, dieses klassische gemeinnützige Arbeit, so wie die AfD das beispielsweise auch gefordert hat. Damit hatten wir uns ja auch in unserer AfD-Folge auseinandergesetzt, dass dann eben diese Pflichtarbeit von 15 Stunden eingeführt werden soll, wo die Leute dann wirklich einfach Müll im Park aufpicken oder so, wo jetzt wirklich
am Ende des Tages dann die absolute Produktivität einfach nicht so eine große Rolle spielt und man die Leute dann eben, wie es beispielsweise auch bei Sozialstunden gemacht wird, dann einfach da ein bisschen rumlaufen lässt und ja, darüber dann diese diesen Erziehungsauftrag dann erzielt. Aber wirkliche Produktivität in einem regulären Betrieb, das lohnt sich einfach nicht. Ja, aber in dem Sinne würde ich sagen, war es das auch heute mit dem Stream. Vielen lieben Dank, dass du wieder hier warst. War sehr schön, das nochmal zu vertiefen. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und ja, danke an euch alle, die ihr da wart. Auch sehr viele spannende Perspektiven und Fragen heute, finde ich, war ein tolles Gespräch mit euch. Und ja, wie gesagt, Steph, nochmal an dich, wie gesagt, Kopf hoch. Wir bleiben dran, du bleibst bestimmt auch dran. Irgendwer muss die Fahne ja hochhalten, wa? Ja. Und wenn es so hart wird, einfach ins Phantasialand. Ja. Und auch von mir nochmal vielen lieben Dank. Sehr und, gerne. Bestimmt wird das auch dann, das sagen wir dann auch öfter mal im Stream, wenn es irgendwelche Änderungen beispielsweise gibt, wenn wir jetzt große Sozialreformen nochmal bei Sozialhilfe sehen, dann werden wir sicherlich auch noch mal mit dir darüber in Kontakt treten und vielleicht gibt es dann irgendwann bei der kommenden Regierung dann auch noch mal neuen Gesprächsbedarf. Oh ja, mal schauen. In dem Sinne, macht es gut, Glück auf. Bis Sonntag. Tschüss. Glück auf.